Hallihallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Busfahrer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Fernbus-Simulator. Dieses Mal sind wir schon im Update 25, ja, Beta-Version, aber dazu kommen wir auf jeden Fall noch. Wir sind gerade in Paderborn und möchten nach Kassel fahren. Oh, und heute haben wir natürlich den ADAC Ostbus ausgesucht. Ja, gut, aber wir lassen erstmal die Leute hier einsteigen. Hallo, ich hoffe, ich bin hier richtig. Doch, bist du. Moin. Oh, was bist du in meine Richtung? Was ist denn mit dir los? Du bewegst dich ja ganz anders. Ja, vielleicht fällt uns ja noch das eine oder andere auf hier in der neuen Version. Bin ich hier richtig? Danke. Aber hauptsächlich sind das technische Sachen, die dort umgeändert wurden. Auch hier, wer diese kleinen Busse benutzt, die werden jetzt irgendwie in der freien Fahrt verwendet. Ja, das ist irgendwie. Ich hab's nur ganz kurz überlesen. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Cool. Ja. Hallo. Sie wollen bestimmt mein Tipp, sehr freundlich. Ja, ihr seid Vierlinge oder was? Ciao. Ich hoffe, ich bin hier sehr freundlich. Ja, genau, deine Schwester ist schon drin. Salü, fahren Sie in meine Richtung? Was bist du da unten? Komm mal wieder hoch. Ciao. Ja, gut, alles klar. Ja, du Moin. Hast die Haare schön. Fahren Sie in meine Richtung. Auf geht's. Aber auf jeden Fall. Kann ich bei Ihnen ein Ticket kaufen? Ah, du möchtest nach Kassel. Gut, alles klar. Kassel, schön die Kasseler Berge. Sehr schön zu fahren mit einem LKW, der wenig PS hat. Bitte. Das läuft auf jeden Fall wie ein Länderspiel. Ach, wisst ihr, was ich hier vergessen habe? Ich sitze hier ganz gemütlich hier an meinen Tisch und habe vergessen, mein Lenkrad hier hinzustellen. Na, das ist eine Vorbereitung. Ach, so. Na, ich habe ja so eine Vorrichtung, also wo das Lenkrad so ein bisschen dran ist. Und dann würde ich sagen, fahren wir gemütlich los. So, blinken. Und die Türe geht zu. Schönes Wetter haben wir. Und dann fahren wir gemütlich Bus. Sag mal, was ist denn eigentlich mit dem Navi los? Ist ja so dunkel. Ah, ja. Kann natürlich dazu führen, dass wir jetzt irgendwo ein paar kleine Fehler haben, ne? Also, wo sind wir eigentlich jetzt? Ganz lustig. Ohne Navi ist ja ein bisschen doof, ne? Hä? Naja, okay. Vielleicht müssen wir erstmal hier wenden auf der Hochachse. Ah, wir wenden mal. Vielleicht kriegt sich das Navi ja noch ein bisschen ein. Man kann es ja noch zusätzlich irgendwie einblenden lassen. Vielleicht müssen wir das auch gleich nochmal machen. Aber erstmal fahren wir hier raus. Ich wüsste gar nicht mehr, wie das hier ging. Mit den ganzen Knöpfen. Warte mal, irgendwo könnte man... Z war Zielanzeige. Oh Gott, das läuft ja. Ja, man sieht es. Man muss ja ein bisschen genauer hingucken. Auch nochmal ein- und aussteigen. Oh. Wer weiß. Ach komm, das wird schon irgendwie gehen. Man muss ein bisschen genauer hingucken. Wie gesagt, da haben sie ja noch ein paar neue Sachen jetzt hinzugefügt. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ist der jetzt nicht so weit? Oh, schön mit dem Bus hier fahren. Eieieiei. Ja, ich muss sowieso dann erstmal gucken, inwiefern ich jetzt mit den ganzen anderen Projekten das jetzt noch irgendwie unter einen Hut kriege. Wir müssen hier rein, okay. Und zwar kommt der auch... Snowrunner, das wird auf jeden Fall einen großen Punkt hier einnehmen und ich kann nicht 100.000 Spiele bringen, aber wir werden auf jeden Fall den Fernbus-Simulator immer mal wieder angucken. Ja, das machen wir. So, wir müssen links abbiegen. Und performancemäßig haben sie auch ein bisschen was angepasst und, also sie arbeiten immer noch an diesem Spiel und das finde ich gut. Und irgendwas mit Tracking haben sie noch rein und glaube für die Mod-Community irgend sowas. Aber ich denke mal nicht, dass es jetzt, dass die Mod-Community jetzt hier großartig loslegt und irgendwelche Sachen hier noch hinzufügt. Fehler wurden behoben in einzelnen Bereichen und. Aber das könnt ihr euch gerne alles selber nochmal durchlesen. Momentan prasselt ja wieder einiges so ein.
was man sich so angucken kann. Aber nicht jedes Spiel, was ich jetzt so vorgeschlagen bekomme, kann ich denn noch spielen und will ich auch gar nicht. Ja, dieses, ich baue wieder meinen Bahnhof, ich baue dies, ich baue das und ach, ja, ist so manchmal ein bisschen ermüdend. Ich habe keinen Bock zum Bauen, will fahren. Oder wenn ich es kaputt gefahren habe, will ich es wieder ganz bauen selber. Ja, ich jetzt über die Bordsteinkante fahre und dann habe ich einen Reifenpanne oder einen Reifenschaden, dann muss ich das irgendwo wieder gerade biegen. So, erstmal geradeaus und dann geht's los. Hier im Supermarkt müssen wir uns mal was zu essen holen. Kriegt langsam wieder ein bisschen Hunger. Oh ja, bin ich jetzt über die Bordsteinkante gefahren oder was lag da? Lag da eine Katze? Ja, verdammte Axt, ey. Diese Katzen jedes Mal. So, dann cruisen wir mal. Wir müssen ein bisschen aufpassen, nicht, dass wir hier irgendwo falsch fahren. Aber ich denke mal, das kriegen wir schon irgendwie. Und ich hoffe, das habe ich ja schon das ein oder andere Mal gesagt, dass die weiße Bass wirklich nur einen Bus muss man einstellen und nicht jeden einzelnen. Ja, das ist total blöd. Jedes Mal, wenn ich hier einen anderen Bus fahren will, darum fahre ich jetzt immer diesen Bus, weil ich keine Zeit habe. Ich will mich einfach nur ransetzen, kurz eine Tour fahren und dann so, oh, ich will ja gerne mal den und den Bus fahren. Da muss ich erstmal wieder alles einstellen. Oh, man kann das natürlich kopieren, aber manchmal haut das nicht so richtig hin. Naja, da muss auf jeden Fall vielleicht durch einen Schalter für jeden Bus diese Anwendung auswählen. Immer. Weil ich habe auch keinen Nerv jetzt, muss ich ehrlich sagen, mich da nochmal hinzusetzen und da jeden einzelnen Punkt da anzusteuern. Und dann weiß ich nicht mehr, wie habe ich das bei denen gemacht? War ich überhaupt richtig? Wie gesagt, das ist alles jetzt noch Beta. In der 25 sind wir jetzt. Das Update. Und wenn der kleine Bus dann zur Verfügung steht, er geht natürlich schon für den anderen Tourismus-Simulator, aber hier glaube ich noch nicht. Dann werde ich natürlich mit denen auch mal eine Runde drehen. Aber erstmal fahren wir hier diese großen, schönen Neoplan. Ist ja so? Ja. Und sind wir auf der richtigen Route? Ja, scheint wohl, dass wir doch richtig sind. Wo wir hier lang cruisen. Oh, schöne Gegend hier. Locker flockig. Geht's hier lang. Also dieses Jahr wirklich sind ja ein paar Simulationsspiele ein gewisses Highlight. Das eine kommt ja nächste Woche. Das kann ich mir jetzt ja schon angucken. SnowRunner gefällt mir sehr gut. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Am Dienstag gegen 8 Uhr werdet ihr das erste Video sehen. Dann werden wir dann noch ein Video sehen. Und abend nochmal einen kurzen Livestream mit dem neuen LKW aus dem American Truck Simulator. Den Mac Anthem, eines der LKWs, worauf ich mich wirklich schon freue. So. Und ja, dann hört es erstmal auf mit Simulationsspielen. Was mit Bass ist, wir werden wahrscheinlich dieses Jahr noch ein paar Informationen sehen, ob der dieses Jahr kommt oder nicht. Ist ja alles Homeoffice und dies und das, Verschiebung, tralala, hopsasa. Aber an Simulationen, ja, kann jetzt ATS und ETS, die ganzen Kartenerweiterungen, ja, die nehmen wir mal außen vor. Die kommen so oder so. Also die werden schon kommen. Aber jetzt an anderen Simulationsspielen bei Notruf 112, das sieht grafisch, hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, muss ich jetzt ehrlich sagen. Aber da geht es ja hauptsächlich auch um Features. Aber das, was ich da in diesem Showroom mir angeguckt habe, angeblich soll das so bleiben. Das finde ich doch ein bisschen ernüchternd. Weil das Auge ist mit.
Das ist nun mal so, ne? Und ja, dann hört es eigentlich auf. Dann kommen so eine üblichen Spiele, die man zerlegen, zusammensetzen. Das war's dann eigentlich. Also, wahrscheinlich die Hoffnung jetzt bei sowas, ne? Irgendwo. Aber wenn sie es nicht hinkriegen dieses Jahr, dann sollen sie sich lieber ein bisschen Zeit lassen, ja. Dann, wie gesagt. Gerade hier, der KI-Verkehr, der sieht für mich immer so. Ah, die Autos, die gefallen mir überhaupt nicht. Naja. So, warte mal, sind wir immer noch. Gucken wir mal, wir sind in. Erborn. Was ist denn das? Richtig? Ah, wir müssen abbiegen. Ah, verdammt. Ah. Aber vom Sound her finde ich das schon gar nicht schlecht. Aber prinzipiell wird es ja so sein, wenn wirklich Sebastian kommt, dann werde ich wahrscheinlich Fernbus-Simulator nicht mehr weiterspielen. Weil ich muss dann irgendwo auch eine Grenze machen. Man kann ja nicht 100.000 Spiele versuchen zu zocken. Das wird ja dann irgendwann doch ein bisschen zu viel. Ich lasse den wahrscheinlich dann trotzdem erstmal oben, aber. Oh, wir dürfen fahren. Gut. Kurz vor die Zeit bleibt das mal stehen. Oh, das haben wir aber ja gut gemacht, ne? Ich dachte, ich komme ein bisschen zu weit raus. Also, da wird man sich ganz schön verschätzen immer, ne? Ja, ja. Das ist natürlich immer noch die Frage, ne? Was macht SCS mit Sebastian, ne? Oder besser mit den Euro-Coach-Simulator, ne? Sollte ja auch mal was kommen, aber da hört man jetzt ja auch nichts. So, willkommen in Hessen. Dann ab. Warte mal, muss ich mal gucken, ja. Kassel, ich komme. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht mehr weit fahren. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ah ja, gucke an. Die nächste Abfahrt auf der A44 sind wir und dann läuft die Luzi. Sind die gar keine Sehenswürdigkeiten? Das VW-Werk oder so? In Kassel? So, naja, gut, mit Originalfirmen immer reinmachen, das ist halt immer so ein gewisses Problem, ne? Aber bei Sebastian werden wir es auf jeden Fall so machen, dass wir da einzelne Knöpfe drücken, dies und das. Da wird ein bisschen mehr Fokus auf, ein bisschen mehr Realismus gesetzt, ne? Aber für diejenigen, wer das dann so richtig hardcore spielen möchte, der kann es natürlich machen. Ich will einfach nur, dass das Spiel nicht vergessen wird. Deswegen macht es auch Spaß. Bloß die verdammte Zeit. Ja. Nee, nee, nee. Ach ja, die ganzen Knöpfe habe ich noch gar nicht belegt, wa? Aber mal Tempomat rein, wir müssen sowieso gleich runter, dann brauche ich jetzt nicht großartig überholen. Man kann zwar auch nach rechts und links gucken, aber ich habe das irgendwie noch nicht implementiert. 21 Grad haben wir hier eingestellt oder wurde eingestellt. So, wartet mal. Kassel, 1000 Metern abbiegen. Na, das machen wir doch glatt. Das kriegen wir hin. So, 500 Meter. A44, okay. Dann sind wir auf jeden Fall bereit, jetzt hier von der Autobahn runterzugehen. Blicken wir schon mal, ne? So. Ah. Langsam.
Aber ich finde das Fahrgefühl ganz angenehm. Ah, schön. So. Und dann noch einer. Du hältst an, ich bin Busfahrer. Ich würde mal sagen, das haben wir doch ganz gut gemacht. Ja, ich bin mal gespannt, wie der Busbahnhof hier ist in Kassel. Eieieiei. Ah, hier sieht man schon die ganzen Blöcke. Na, heute, Waldfee. Müssen wir geradeaus fahren? Ach, da geht's wieder zur Autobahn. Na gut, da müssen wir jetzt ja nicht hin. Fahren wir nach Dortmund, im Ruhrgebiet. Grün. Grün. Ja, diese Kanten hier, wie man hier so sieht, ne, das ist auf jeden Fall nicht schön. Ne, das ist diese Angleichung ist manchmal nicht so richtig passend. Das sollten sie auf jeden Fall bei Sebastian nicht so machen, aber es ist ja hauptsächlich innerstädtisch und die Strecken sind ja nicht so lang. Dafür kriege ich mal mehr detailreich. Hier ist es zum Beispiel angeglichen. So, dann müssen wir hier abbiegen. Wollen die alle abbiegen oder was? Ja, wie er so klingelt. Baby. Komm, komm, komm. Ist so schön hier. Sieht aus wie im Osten. Ich weiß gar nicht, war ich schon mal richtig in Kassel drinne oder bin ich da nur lang gefahren? Ich glaube, so richtig in Kassel war ich noch nie. Was ist denn das da vorne? Auf dem Berg. Sieht ja gefährlich aus. Ist immer noch geradeaus. Mein Blog. Oh, da vorne. Guck mal an, da ist ein Unfall passiert. Oi. Interessant. Ja, ja. Ach, hier hinten guckt Maximus nicht. Da können wir ja gerne mal fahren, wie wir wollen. Frei. So, was ist denn das für ein Gebäude? Also wer da aus Kassel kommt, kann ja gerne mal in den Kommentaren reinschreiben, was es hier sein soll. Wir sind hier irgendwie so ein bisschen im Außenbezug von Kassel. In der No-Go-Area. Wäre doch mal grün, Mensch, Bengel. Wir müssen pünktlich die Leute abliefern. Ich weiß gar nicht, was die Zeit jetzt war. Ah, Ampel kaputt oder was? Ist keiner, ne? Doch, jetzt. Hat da bestimmt wieder Lehrling eingestellt hier. So, warte mal, ich muss überlegen. Ich glaube, ich muss jetzt hier abbiegen, oder? Boah, wir müssen mal auf die richtig große Karte gucken. Ah, nee, wir bleiben auf der Farbe. Ach, wir bleiben einfach hier oben. Ja, ja, okay. Wir bleiben hier. Uiuiuiui. Ja, der Stadtverkehr ist meistens fette Felgen, war. Der Audi hier. Der Stadtverkehr ist meistens immer ein bisschen
zähflüssiger, dauert alles ein bisschen länger. Muss man natürlich mögen. Dieses einfach sich reinsetzen und losballern ist da nicht, ne? Aber man muss ja aufpassen. Alter, was ist das für ein Riesengebäude hier? Was war in Kassel eigentlich damals bekannt? Gab es hier irgendwelche Bodenschätze? Da ist ein Blitzer. Hier ist unser Lagerbereich. Und dann gehen wir gleich unseren schönen Bussi ab. Und dann haben wir wieder erfolgreich eine Tour gemacht. Ja, was mir denn halt wegen dem KI-Verkehr, ja, die Autos. Man erkennt zwar schon, was es ist, aber es ist halt nicht viel Abwechslung, ne? Und die sehen auch nicht so schön designt aus. Also, ja, irgendwas fehlt da. Ja, wiederholt sich halt viel, ne? Die Häuser sehen auch alle irgendwie. Fährt man in die Stadt, irgendwo gleicht sich das alles ein bisschen. Es ist alles so ein bisschen leer, ne? Aber ich finde so eine Details gut hier, wie so Graffiti hier rangemalt, dies und das. Macht es natürlich schon irgendwo herrlich. Aber die Bürgersteige sind einfach. Hier versucht man hier so ein bisschen Gras, dass das hier durchwächst. Und die Straßen haben auch immer unterschiedliche Texturen. Also, dass die halt ein bisschen dreckig sind, abgenutzt und so. Das ist toll. Muss es sein. Auch hier die Texturen hier von den Platten. Aber hier die ganzen Sachen hier, da ist kein Fahrrad, kein Müllsack, was hier rumliegt, oder irgendwelche Anschlüsse oder Bäume, die hier so stehen, ne, und Leute und draußen sitzen und oder hier, ne, das ist halt alles so ein bisschen leer, das. So, wir müssen sowieso jetzt hier abbiegen. Und dann geben wir einfach mal unseren Bus hier ab. Ey, das ist aber wirklich hier. Ach, gucke an, das ist ja so ein riesen Busbahnhof hier in Kassel. Stimmt, da war noch mal. Das ist dann wieder so ein gewisses Highlight, ne? So ein Gebäude. War mal ein UI. So, gut, dann müssen wir mal gucken, wo wir hier anhalten. Ich habe ja das global alles ausgestellt, ne? Hier auf jeden Fall nicht. Ich fahre jetzt einfach mal hier rein und wird da hier stimmen. Sind sie ja. Juhu, wir sind angekommen. Das ist ja super. Jo, war eine erfolgreiche Fahrt. Stimmt, hier war doch mal was. Es war doch irgendwie mal irgendwas Besonderes hier, dieser Busbahnhof, ja. Ja, sieht auf jeden Fall cool aus. So, am Kasseler Busbahnhof haben wir die erfolgreich abgegeben. Ich mache aber erstmal einen Fisch und ich wünsche euch allen was. Ich sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.